Herzlich willkommen beim Whisky-Wichsel. Der Patient des heutigen Tages ist der Outback Corey Reckon. Ja, wie man unschwer erkennen kann, habe ich ein bisschen Haar gelassen. Yo! Outback ist eine Brennerei, die eine sehr, sehr große Fangemeinde hat. Die Brennerei an sich liegt im Süden der Insel Isla und ist für seinen stark rauchigen Single Malt Whisky bekannt. Aktuell besteht das Kernsortiment von Outback aus lediglich 3 Abfüllungen und da ist der Corey Reckon einer davon. Ja, Namensgeber für diesen Whisky war ein Meeresstrudel im Norden, also nördlich gelegen, der Insel Jura. Ja, meines Wissens glaube ich sogar der drittgrößte Meeresstrudel der Welt. Ja, hat man dann hier natürlich auch auf dem Etikett optisch zeigen wollen. Corey Reckon, der Schriftzug wird hier dann so in den Strudel reingezogen. Sieht ganz schick aus. Auf der Verpackung hier da natürlich No Swimming, ist klar. Ja, abgefüllt ist er mit kräftigen 57,1 Volumenprozenten und wie es bei Outback so üblich ist, nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert, was ich gut finde, denn die Whiskys von Outback fallen ziemlich hell aus und ich finde es einfach eine tolle Sache, dass man hier zu der hellen Farbe steht und da nicht künstlich mit Zuckercouleur nachfärbt, wie es so viele andere Brennereien tun. Jo. Von Outback habe ich neulich den Outback 10 probiert, habt ihr hier mal einen Link dazu. Das ist der Einstieg in die Welt von Outback. 10 Jahre alter Whisky, sehr stark rauchig, phenolisch, voll auf die Fresse. Also der ist noch rass, schönes Ding aber. Und dann habe ich die Sonderabfüllung des Jahres 2015 probiert, den Perpetuum. Habt ihr hier auch mal einen Link dazu. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wenn ich aber allerdings den Preis von 100 € plus aktuell mir ins Gedächtnis ruft, dann gefällt er mir dann nicht mehr so. Ne? Das ist so eine Flasche, wo ein extremer Hype drum gemacht wird und dieser Hype verursacht dann irgendwann mal einen verdammt hohen Preis und ja, das steht für mich nicht mehr in Relation zu dem Geschmack, zu dem Geschmackserlebnis, das ich durch den Whisky erfahre. Ja? Jo, 57,1 Volumenprozente. Ich werde ihn zuerst pur verriechen und verkosten und dann gebe ich ein bisschen Wasser dazu. Mal gucken, ob es dem Whisky gut tut oder nicht so gut tut. Ich merke gerade, die Flasche ist fast leer. Ich habe jetzt gar nicht wirklich reingeschaut. Ja, das reicht gerade noch so für einen Dram für später, ne? So, mal gucken, was der Meeresstrudel kann. Vielleicht riecht er ja fruchtig, dann ist er für mich der Apfelstrudel. Jo. Die Farbe, jo, die können wir hier durchaus beurteilen. Ich finde, von den letzten Artbacks, die ich probiert hatte, hat der jetzt eine dunklere Farbe. Das ist jetzt kein ja, weißweinartiges, fast klares Farbspektrum mehr. Das hat jetzt hier, das ist jetzt so ein helles Gold. Ja. Schön nochmal einen dunkleren Outback im Glas zu haben. Ich habe im Internet irgendwas gelesen von einem Phenolgehalt von 55 ppm. So viel kommt es mir gar nicht vor. Klar, Rauch ist da, phenolischer Rauch, aber nicht so dominant, eher schön eingebunden. Offizielle Geschmacksbeschreibung ist Piniennadel. Jo, ich hatte beim Outback 10 hatte ich immer so eine Tannenbaum-Geruchsnote drin, so frisch geschlagener Tannenbaum. Ist ja ähnlich, aber das mit der Pinie, das kommt schon eher hin, ja. Ich war früher immer in Südfrankreich im Urlaub auf dem Campingplatz gewesen mit meinen Eltern und da standen ringsherum Pinien und deswegen habe ich den Geruch eigentlich noch ganz präsent in der Nase und es kommt schon hin. Der Rauch lässt sich jetzt auch, ja, die Aromen hinter dem Rauch lassen sich auch schön rausriechen. Eine Zitrusfrucht ist da, sowas wie eine Johannisbeere, leicht süß, aber doch mit einem säuerlichen Touch. Und so ein bisschen erdig riecht er. So, wenn es geregnet hat, wie die Erde riecht. Ja, und den doch relativ hohen Alkoholgehalt von 57,1 Volumenprozente hat man jetzt so, war so anfangs bei der ersten Nase so ein Stich, aber jetzt ist er wirklich schön da rein mit eingebunden, genau wie der Rauch. Ne? Ist ein harmonisches Ding, muss ich echt sagen, obwohl er kein Alter trägt. Ja, probieren wir mal.
kräftig, ja, wirklich kräftig. Der Alkohol nimmt den Mund gleich in Beschlag. Überall so ein leichter Belag durch die 57,1 Volumenprozente. Geschmacklich leicht säuerlich von der Zitrusfrucht her. Das ist Brennereicharakter von Artbeck. Und dann so ein Geschmack wie, wie soll ich es beschreiben? Erinnert mich irgendwie an Champignons. So gebratene Champignons, daran erinnert es mich gerade. Hatte ich so auch noch nicht, Champignons als Geschmack im Whisky. Jo, Eiche ist natürlich auch schon da, wird jetzt trockener, der Rauch ist da. So eine leichte Jodnote auf der Zunge. Und der Abgang natürlich durch die 57,1 Volumenprozente lang. Ja, machen wir mal ein bisschen Wasser rein. Das dürfte schon gereicht haben, damit ich ungefähr auf die 50 komme. Leichte Schlierenbildung. Und es dauert dann immer einen Moment, bis der Alkohol und das Wasser sich vertragen, bis die eine Mischung eingehen, damit der Whisky dann auch davon profitiert. Oftmals neigen Whiskys dann auch zum Verwässern, denen tut es gar nicht gut, wenn man da Wasser dazu gibt. Aber ich bin jemand, ich bin nicht so der Freund von hochprozentigen Whiskys. Bei mir ist so der perfekte Alkoholgehalt so 46 oder 48 Volumenprozente. Was dann über die 50 geht, dann tue ich öfter mal einen Tropfen Wasser dazu, um zu gucken, ob es dem Whisky gut oder nicht gut tut. Jetzt wird die Würzigkeit stärker. Diese Kräuternote, die ich oft in den Artback Whiskys rieche, die ist jetzt hier ganz deutlich. Dieses Erdige wird stärker. Süße riecht man hier null. Ja, ganz dominant. Kräutrige, würzige Noten hier. Und dieses Erdige. Bis schon ein bisschen Heu. Ja, ich dürfte die 50 Volumenprozente ganz gut getroffen haben. Der Alkohol jetzt wirklich gar nicht mehr aufdringlich, schön eingebunden. Die Zitrusfrucht wird jetzt geschmacklich, durch die Zugabe von dem Wasser wird jetzt die Zitrusfrucht deutlicher. Jetzt ist es eine leichte Pfeffrigkeit, Kräuter und Gewürze im Mund. Der Rauch wunderbar eingebunden, genau wie der Alkohol. Und was dann im Abgang, der jetzt ja doch immer noch mittellang bis lang ist, ist dann so eine leichte Jodnote, vielleicht ein bisschen dunkle Schokolade. Jo, gefällt mir ziemlich gut, der Corrie Racken. Ich würde ihn jetzt genau zwischen dem Artback 10 und dem Perpetuum einordnen. Vielleicht sogar ein bisschen über dem Perpetuum, weil man hier für sein Geld einen hochprozentigen kriegt. Man kann ein bisschen mit dem Wasser spielen, den verdünnen oder pur genießen. Und so hat man da ein bisschen mehr von. Jo, schöner Whisky, auf jeden Fall. Ja, ich wollte nochmal darauf hinweisen. Kennt ihr Shorty? Das ist Shorty. Das ist das Maskottchen der Artback-Brennerei. Ich habe jetzt des Öfteren gelesen, dass Leute die Artback-Brennerei besichtigt haben und nirgends den Hund gesehen haben. Es steht lediglich vorm Café, steht so eine Porzellanfigur, das dann als Türstopper dient. Keine Ahnung. Wenn jemand weiß, wo Shorty ist, kann er gerne in den Kommentaren posten. Erinnert mich nur daran an American Chopper, diese Motorrad-Custom-Serie. Da hat Artback sich mal ein Trike bauen lassen und auf der Auspuffklappe, wenn Gas gegeben wurde und die Klappe ging hoch, war in der Klappe auch Shorty drin, das Maskottchen. Deswegen wollte ich das jetzt hier nur nochmal ansprechen, weil ich es ganz schön finde mit diesem Jack Russell Terrier. Jo, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch bei meinen nächsten Videos wieder einschaltet. Haut rein!